Und wir fragen nochmal nach beim ARD-Börsenexperten Klaus-Rainer Jackisch. Ja, die 9. Erhöhung des Leitzins in Folge, wirkt dieses Mittel denn gegen die hohe Inflation? Ja, es wirkt schon. Man hat in der Tat durch diese vielen Zinserhöhungen innerhalb nur eines Jahres es schon geschafft, die Inflation insgesamt zumindest deutlich nach unten zu drücken. Wir erinnern uns, im vergangenen Herbst lag die Inflationsrate in der Eurozone auf einem Rekordhoch von fast 11%. Mittlerweile hat sie sich halbiert auf 5,5%. Aber sie wirkt natürlich immer noch nicht so, die Geldpolitik, dass man eben das angestrebte Ziel von 2% erreicht hat oder dass es zumindest mal in Sicht ist. Und das zeigt, dass die Geldpolitik insgesamt zwar im Moment relativ erfolgreich ist, aber eben noch nicht so erfolgreich, wie man sich das eigentlich wünschen würde und wie sich natürlich vor allen Dingen auch die Bevölkerung das wünschen würde. Denn sie spürt natürlich immer noch sehr stark die Preissteigerungen, insbesondere an den Tankstellen und im Supermarkt. Und dementsprechend hat eben die EZB sich heute entschieden, und das auch einstimmig im EZB-Rat, noch einmal die Zinsen anzuheben, um einen Viertelprozentpunkt auf, wie Sie gesagt haben, jetzt 4,25%. Die Frage ist jetzt, wie es weitergeht. Da hat sich die Präsidentin Christine Lagarde in der Pressekonferenz, die hier vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist, erst einmal noch nicht richtig zu äußern wollen. Nun will man abwarten, wie sich im Sommer die Inflation weiterentwickelt. Im September gibt es auch neue Daten. Und dann will man entscheiden auf der September-Sitzung, ob es dann weitere Zinssteigerungen gibt oder ob man erst einmal eine Pause einlegt. Mit Zinserhöhungen nimmt man ja in Kauf, dass Investitionen unattraktiver werden und die Wirtschaft noch stärker leidet. Wie lange kann man diese Strategie denn immer weiter durchziehen? Das ist natürlich richtig, dass eine Zinserhöhung immer auch negative Effekte hat und insbesondere die Wirtschaft natürlich belastet und dadurch zum Beispiel Investitionen deutlich teurer werden. Im Moment allerdings muss man wohl fairerweise sagen, dass die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft doch eher sehr zu vernachlässigen sind. Die Wirtschaft hat im Moment ganz, ganz andere Probleme und leidet unter vielen anderen großen Problemen, die eher viel mehr zu schaffen macht als die hohen Zinsen. Auch die Wirtschaft hat letztendlich ja einen Interesse daran, dass man die Inflation in den Schach bekommt. Denn die hohe Inflation sorgt ja letztendlich dafür, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher sich zurückhalten, dass sie weniger kaufen, dass die Kaufneigung insgesamt zurückgegangen ist. Das ist nicht im Interesse der Industrie. Und natürlich sorgt die hohe Inflation auch dazu, dass insgesamt die Kosten für die Unternehmen gestiegen sind, sei es, dass Materialkosten deutlich gestiegen sind, sei es, dass die Löhne weiter kräftig anziehen. Auch daran hat letztendlich die Wirtschaft kein Interesse. Also auch die Unternehmen haben unter dem Strich ein Interesse daran, dass die EZB hier ihren Job weitermacht und die Inflation nach unten bringt. Von daher gibt es diesen Widerspruch, dass die hohen Zinsen hier die Wirtschaft deutlich belasten. Im Moment in dieser Form nicht. Ja, sie belasten sie, aber wie gesagt, das kann man eigentlich ganz gut verkraften im Moment. Jetzt sprechen wir ja von einer Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Die unterschiedlichen Länder in Europa haben auch unterschiedliche Methoden, mit der Inflation umzugehen. In anderen Ländern, zum Beispiel Spanien, hat man die Inflation weitgehend im Griff. Warum ist es dort so und in Deutschland nicht? Ja, das ist richtig. Spanien ist hier wirklich ein Sonderfall, ein sehr bemerkenswerter Sonderfall. Dort liegt die Inflationsrate in der Tat jetzt in der Nähe des Zielwertes von rund 2%. Dazu muss man sagen, dass Spanien die Inflationsbekämpfung der Europäischen Zentralbank sehr, sehr massiv unterstützt hat durch politische Maßnahmen, die es in dieser Form in anderen Ländern teilweise gegeben hat, aber nicht in dieser Form. Da ist zum Beispiel zu nennen, dass man auch dort einen Tankrabatt hatte, der war allerdings viel effektiver und viel besser ausgeklügelt als zum Beispiel in Deutschland. Der kam nämlich tatsächlich bei den Leuten an, er lief auch viel länger und da gab es nicht so viel hin und her wie bei uns, wo ja diese Maßnahme weitgehend verpufft ist. Es ist so, dass Spanien auf viele Produkte die Mehrwertsteuer gesenkt hat und das nicht nur zeitweise, sondern auch langfristig. Und es gibt auch andere Maßnahmen der spanischen Regierung, die insbesondere Bedürftigen deutlicher geholfen hat. Und es ist so, dass tatsächlich durch diese Maßnahmen die spanische Regierung hier der EZB
sehr kräftig geholfen hat, was man in anderen Ländern in dieser Form nicht gesehen hat. Die deutsche Regierung hat das natürlich teilweise auch versucht, aber wie gesagt, viele Maßnahmen waren hier beschränkt bzw. waren ineffektiv oder sind verpufft, weil dort wieder zu viel Bürokratie war, wie das ja bei uns leider häufig der Fall ist. Und aus diesem Grund ist es eben so, dass die Inflationsbekämpfung hier eben nicht so stark gewirkt hat und dass unsere Inflation tatsächlich über dem Schnitt der Eurozone ist und vermutlich auch bleiben wird. Das liegt natürlich sicherlich auch daran, dass hier im Moment der Preisdruck insbesondere von Industrieseite noch stärker ist als in anderen Ländern. Aber es ist eben so, dass tatsächlich die Auswirkungen in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sind. Das ist aber typisch für die Eurozone. In den baltischen Staaten ist weiterhin die Inflation viel zu hoch. Dort war sie ja teilweise bei 20% und über. In anderen Ländern ist sie heruntergekommen. Auch in Frankreich hat eine sehr interessante und sehr erfolgreiche Anti-Inflationspolitik betrieben. Also da gibt es im Moment sehr große Unterschiede. Also die Europäische Zentralbank hat heute den Leitzins zum 9. Mal in Folge erhöht. Vielen Dank dazu an unseren ARD-Börsenexperten Klaus-Rainer Jackisch.